Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kai und heute spielen wir nachts im Mörderhaus in Chonka Speedway. Sprich, wir spielen in dieser Lagerhalle mit den ganzen Autos und so. Ihr werdet es ja gleich sehen. Mit dabei ist Odemann und die Community. Und ich würde sagen, nicht lang drum rumschnacken, wir gehen rein. Let's go. Wir werfen jetzt eine goldene MP, also alle drehen sich bitte um. Ich drop sie jetzt gleich rein und wenn ich sage los, wird erst gelootet. Nicht vorher, Leute. Wichtig. Oh yeah, baby. Let's go. Ich werde nicht gucken. 3, 2, 1. 1, 1, 1. Los! Ah, Galle! Ehre genommen. Okay, der Rest bitte einmal reinschmeißen wieder. Die ganzen Sachen wieder reinschmeißen, wie gesagt, ich guck nicht hin. Und rein da. Aber hier ist schwierig, Digga. Glaubst du? Die Frage ist, weil wir haben jetzt auch keine Wände weggemacht. Willst du nur in diesem Raum machen? Glaubst du, es wäre schlau, es ein bisschen größer zu machen? Boah, ich glaube, klein wäre auch krass. Es wäre halt schwerer für dich, ne? Mhm. Also hier, wenn wir jetzt den Raum hier nehmen, Kalle, ohne die Klos hier, also wenn wir das hier so zumachen. Ja. Weißt du? Und hier so. Also der Raum hier komplett bis hier hinten. Der wild, Digga. Wer? Ja, oder? Der geil, Digga. Ja, komm, lass jetzt den Raum so klein lassen. Das ist auch für den Mörder ein bisschen schwerer, weil er dann gucken muss, dass ich halt nichts alles sehe. Ich versuche mir jetzt halt schon mal ein paar Leute einzuprägen. Damit es halt. Boah, der Pommesmann-Burger-Typ hinterm Tresen. Der Pommesmann! Pommesmann! Hallo, Pommesmann! Okay. Okay. Ich glaube, alle stehen. Dann gehe ich jetzt raus. Willst du dich nochmal ganz kurz gucken? Glaubst du, es ist noch jemand gemoved, ohne dass es aufgefallen ist? Jetzt schau nochmal bitte. Bevor du irgendwas machst, weil wir haben uns noch bewegt. Da oben ist noch einer, das habe ich gar nicht gerafft. Kalle, Digga. Digga, einfach Lifesaver-Coach. Oh yeah, Lifesaver-Coach, das ist mein Name. Okay. Ich habe zwar das Game jetzt geprägt. Dann darf der Mörder jetzt jemanden umbringen. Okay. KP Kickers? Yeah. Ich höre nichts mehr, also von daher kannst du, glaube ich, kommen, denn es ist ein schrecklicher Mord passiert. Oh nein. Oh, ich höre nichts mehr, Kalle, du kannst kommen. Kalle, komm. Okay, wer ist gestorben? Das ist eine gute Frage, mein Freund. Ich glaube... Boah, jetzt, das ist dieser Punkt, man ist sich komplett sicher, wenn man es einmal sieht und danach vergisst man wieder alles. Das ist es. Und ich sag dir ehrlich, der erste Kill ist rein theoretisch immer der schwierigste. Also für den Detektiv, weil einfach so viele Leute da sind. Ich glaube, über dir stand noch einer, Odemann. Kann das sein? Ich glaube ja. Nein, das ist so schnell ging es meine Frage nicht. Du 31er. Odemann! Ja! Ich stell dir eine Frage gleich zum Anfang. Okay, Kerle! Du hast ja eigentlich eine relativ gute Sicht. Ja, ich sehe viel. Hat der Mörder eine Pickaxe in der Hand? Oh. Wenn du es natürlich sehen kannst. Hackers. Der Mörder hat eine Pickaxe in der Hand, ja. Okay, also kannst du es sehen auf jeden Fall. Waren zwei Fragen, Kalle. Ja, das war eine Feststellung. Das war eine Feststellung. Das war eine Frage. Okay, kann also. Hier nicht lumpen, oder? Hier, das kann doch nicht sein. Ohne man kann es sehen, er hat eine Pickaxe in der Hand. Dann aus Prinzip habe ich das Gefühl, Verdacht, er war's. War's Talisman? Nein. Talisman, warst du The Murders? Talisman? Nee. Nein, er war's nicht. Kelle. Okay, dann gehe ich wieder raus. Oh yeah. Warte. Kalle, ich höre nichts mehr. Und du darfst kommen. Okay. So, Leute, der erste Kill, den wir gemacht haben, war ein ordentlicher Griff ins Klo. Mhm. Der Regenbogentyp ist tot. Zum Glück, Digga. Ja, aber wirklich, dieses Piepen hat mich kirre gemacht. Okay, so jetzt gehe ich da mal ein bisschen professionell daran, okay? Mhm, die beiden Schachspieler machen einen gemeinsamen Emote. Ja. Yeah. Sprich, wenn einer von beiden abbrechen würde und jemanden töten würde, wäre dann einer permanent abgebrochen, weil er sich ja nicht bewegen darf. Na, stopp. Okay. Das war eine gute Überlegung. Ah, nee, ich helfe dir nicht. Okay. Okay, das ist dein Gedanke. Das ist ein guter Gedanke, aber auch ein schlechter vielleicht. Okay. Dann stelle ich jetzt
der Schachspielerin ohne Lila, also diese andere, wo ich jetzt vorstehe, ohne eine Frage. Lila. Hat ja. dein Gegenüber den Emote abgebrochen? Oh. Nee. Nee. KP Kickers. Okay, dann vertraue ich ihm mal. Ich sag dir jetzt so. Ja, alles gut. Alles, ich, nee. Sag, schieß los. Nein, ich helfe dir sonst zu viel. Oh mein Gott, wie dumm bin ich, wie dumm. Ich habe davor die Runde gefragt, hat der Mörder eine Spitzhacke in der Hand? Die beiden machen einen Emote, ergo, sie haben keine Spitzhacke in der Hand. Stupid. You stupid. Okay. Irgendjemand ist im Kreativmodus drin? Einfach kurz Race geworden. Ich schwör, Digga. Ich würde sagen, ich glaube, ich töte den Goldenen da oben, weil der eine richtig eklige Position hat. Okay. Ray 6. Warst du? Nein. Nein. Ey, Kalle, ich bin echt bad in diesem Modus. Aber ich habe erst 2 Kills, also gibt es noch eine Möglichkeit. Okay, ich bin raus. Murder, mach dein Ding. Oh yeah, Murder Raiders. Ich hör nichts mehr, Kalle, du kannst kommen. Okay. Tadde. Okay, du sagst, du hörst nichts mehr. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wer... Okay, oder man lebt noch. Das ist sowieso schon Star. Nein. Doch. Husten, Jack hat seinen Lover verloren. Say something, I'm giving up on you. Demnach war er nicht der Mörder. Achte drauf, was er in der Hand hat. Jetzt hat er eine Spitzhacke. Dankeschön. Kein Ding, Digga. Kein Ding. Okay. Ich stell dir da oben eine Frage. Dem Typ mit dem Schwert da und die Frau. Also, ja, das ist eine Frau, kein Typ. Mensch mit dem Schwert. Er sagt ja. Also kannst du den Mörder in dieser Sekunde sehen? Ja! Oh, er kann aber auch lügen. Jeder kann lügen, Kalle. Ich darf mich sehr darauf verlassen. Du hättest mich auch anlügen können, du 31er. Das stimmt, du Abgehoben. 31er. Abgeschnitten oben. Okay, dann würde ich... Ich vertraue, dass er seinen Lover nicht getötet hat, weil die waren big in love in Schach. Ja. Darum sage ich, es ist der mit der pinken Sternspitzhacke, Purple Bear. Purple Bear, warst du der Mörder? Ja, ich hab den Mörder. Ich bin's, Kalle. Okay, aber ich bin ganz ehrlich, es ging einigermaßen. Ich habe 4 Leute gekillt. Das war wild, Digga. Das siehst du rechts an deiner Anzeige. Ich hab 3 Leute gekillt. Odemann, mach's besser als ich. Ich mach's besser, Digga. Easy. Gar kein Problem, Bro. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde. Bis gleich. Okay. Stehen alle, Kalle. Ich glaube, alle stehen. Da würde ich mal sagen, dreh dich um, du kleines Mäuschen. Ich dreh mich um, du kleines Häuschen. Hallo, was machst du? Hey, hallo, hallo. Der eine, hallo, hört auf, sich umzudrehen. Komm runter, Ben, okay? Komm runter. Also, Ben, dreh dich um. Also, ich droppe die Waffe. Mhm. Junge Dame, hallo, da, hallo, hallo, die da, hallo, hallo, okay. Die alle 31er sind. Also, ich droppe jetzt die Waffe rein, Kalle. Ja? Ich schieße, dann geht's los. Okay. Chillt mal, ich habe noch nicht geschossen. Leute, entspannt euch, kommt mal runter. Ich hab noch nicht geschossen. Bei der Schieße geht's los. Die Hände zittern schon von den Leuten. Ist halt wirklich so, die haben richtige Kicks gerade. Los, Baby. Oh yeah, da wird geschluckt und geschlürft, meine Damen und Herren. Digga, man spielt hier mit 13 mal Schmocki. Es ist ja okay. Hart. Seid ihr ready, Keller? Jo, wir gehen rein. Okay. Bleib noch draußen stehen und sag mir, wenn alle stehen, dann kann ich mir das besser einprägen. So auf fotografisches Gedächtnisbasis? Auf fotografisches Gedächtnis, ich mach auch ein Foto. Oha, schade von über Foto machen, let's go. Warte, da läuft noch einer. KP Kickers, ich seh dich. Ich komm jetzt rein. Alle stehen, glaube ich. Okay, Odoman. Prägt dir alle ein. Okay, wir haben hier wieder die Turteltäubchen. Die setzen sich wieder nebeneinander. Ekelhaft. Klar. Haben wir hier neben dem Müll jemanden? Boah, das ist auch eklig. Der hier ist mir schon von Anfang an nicht sass.
die zwei kleinen Turteltäubchen. Hier auf Ketchup und Mayo tritt der einfach drauf, der Ehrenlose. Der will sich gerade ein Menü holen und der ist zu Hause. Bei dir zu Hause. Gut, ich habe mir alles eingeprägt. Ich sag dir, Early, ich werde gewinnen. Ich gehe raus. Kalle, du darfst töten. Okay, Kalle, du darfst töten. Okay, Kalle hat getötet. Du kannst reinkommen. Ich hör nichts mehr. Du kannst reinkommen. Ich glaub, der Mord ist passiert. Pommes mit Mayo. Majoran. Oh. Mein Schatz hier oben ist gestirbt. Der Burger ist gestirbt. Okay, müssen wir hier kurz gucken. Looky, looky. Vergiss nicht, du hast Fragen. Am besten erst fragen, dann schießen. Was machst du jetzt? Toll, jetzt hast du alle getötet. Nicht so. Kalle. Yeah, so heiße also, ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass er den Kill gesehen hat. Du hast den Kill gesehen. Wer ist er? Der hinter dir. Darf ich mich kurz hingucken? Nein. Okay. Ja, darfst du. Der da. Okay, ja. Der hat den Kill nicht gesehen, weil er hier hinguckt. Die zwei haben den Kill gesehen. So, Kalle. Ja. Ich stelle dir eine Frage, Kalle. Frag. Okay. Und zwar, Kalle. Ja. Ist der Mörder ein männlicher Skin? Nein. Denn wir haben eigentlich nur Frauen außer den Bandtypen. Nee, und den hier. Okay. Kalle kann aber auch lügen. Ich sage dir ehrlich, ich glaube, irgendwie ist mir am sassesten diese Golffrau hier. Weil okay. Sie ist einfach, boom, batz, kaputt, wieder zurück, easy peasy. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Odoman. Er sagt nein. Kleiner Hund. Ey, Mann. Gott. Kleiner Hund, okay. Ich bin draußen. Happy Kickers, mach okay. Deinen Mord. Mach deinen Mord, du Mörder. Okay. Der Mord ist geschehen. Du kannst reingehen. Der Mord ist geschehen. Ich mag Kakteen. Okay, warte. Ich habe anscheinend jemanden nicht gesehen, Kalle. Denn irgendwo steht noch jemand. Anscheinend. Echt? Ja. Okay. Der goldene Skin, mein Freund. Der goldene Skin. Aber wo ist er? That's the question. Aber ist ja egal, weil eigentlich ist der, glaube ich, männlich, der goldene Skin. Da ist er tot. Warte mal, der ist, glaube ich, tot. Ja? Ja, sonst leben hier alle noch. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Oh, der könnte es auch sein, Kalle könnte es auch sein. Ich muss mal Kalles Fuß richtig angucken, weil der so schiefe, stabile Schieflage. Stabile Seitenlage, ich muss mich selbst wieder beleben. Stabile Seite. Stabile Seife. Was Gutes. Okay, jetzt Kalle. Bin ich gespannt. Ja? Hat. Nee, ich mag dich, frag nicht. Okay, Entschuldigung. Ich frag Purple Bear. Hat der Mörder eine einhändige Spitzhacke oder eine zweihändige? Also zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel. Also. Purple Bear. Hörst du mir zu? Also. Hat der Mörder so eine Spitzhacke wie du, die er mit zwei Händen tragen muss, oder eine Spitzhacke mit einer Hand, so wie der zum Beispiel? Oder halt eine Hand zählt auch hier hinten die hier mit den Doppelten oder auch Kalle. Ja, du darfst dich kurz bewegen, ich erlaub's dir. Stell dich wieder zurück. Also musst du mir sagen, hat der eine Spitzhacke mit zwei Händen? Zweihändig, ja oder nein? Mit den beiden Händen, genau. Also hält die, also so wie ich deine Erklärung verstanden habe, ja. Aber erklärt mir auch Es gibt drei Arten von Spitzhacken. Ich sag's nochmal. Also, pass auf. Robin, hebt der Mörder seine Spitzhacke mit zwei Händen, so wie du? Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann kann es Kalle nicht sein, die oben nicht sein. Dann kann es der hier sein, Houston Jack, Robin. Denkst du, er ist nochmal Kalle, Digga? Er könnte aber auch lügen. Ich sag dir ehrlich,
ich sag dir ehrlich, ich mach das Traumpaar hier unten kaputt. Husten, Jack, warst du der Mörder? Nee. Oh mein Gott, scheiße, Digga. Ich hab noch einen Kill, Kalle. Ich muss jetzt herausfinden, damit ich die Gleichstand mach. Wenn du jetzt nicht rausfindest, ist traurig, bin ich dir ehrlich. Okay, ich bin draußen. Mörder, mach dein Ding. Mach dein Ding, Rammelammer, Ding. Dom. Okay, Odoman. Oh, ich komme, KP. Ich höre nichts mehr, du kannst doch nicht kommen. Ich komme. 1, 2, 3, versteckt sein. Pommes mit Mayo. Hallo, Teddy. Oh, Ben 10 ist gestirbt. Gott sei Dank. Also, ey, viel Auswahl bleibt mir gar nicht mehr. Tatsächlich, KP Kickers. Ben, ich glaube sogar, entweder ist es wieder Purple Bear oder hier unten, genau hier unter dir, Kalle. Jetzt stelle ich dir nochmal eine Frage, Kalle. Ja? Hat der Skin, der Mörder-Skin, was Pinkenes an sich? An sich, an dem Skin oder generell? Hä? Bist du dumm? Das ist genau die gleiche Frage. Hä? Spitzhacke kann auch pink sein? Haare können auch pink sein? Hä? Rucksack kann auch pink sein? Ich meine Skin. Ach so, ich glaub nicht. Du glaubst nicht? Nee, ich glaub nicht. Oh, 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 Baby Girl. Robin, das sieht schlecht für dich aus. Denn der Skin hier unten hat was Pinkenes an sich. Und Purple Bear nicht. Purple Bear, warst du der Mörder? Nochmal, let's go, Kalle! Ey, ich hab auch nur 3 Stück gebraucht, um zu gewinnen. Let's go, Digga! Digga, einfach die schlauesten Detektive, die es gibt. Ist so, weil, ich fahr mit dem Moped. Aber Apache bleibt gleich. Aber Leute! Damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt Odoman den kleinen Bastard ab, weil er ist ein kleiner Bastard und das ist Odoman. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao. Ciao. Ciao.